Als unsere Kinder noch klein waren, da sparten wir hier unser Geld. Für unsere Reisen und den Urlaub. Vor ein paar Tagen habe ich diese Holzschatulle plötzlich wiedergefunden. Nach so langen Jahren. Niemand ahnte, auf welche Reise sie uns schicken würde. Mein Sohn begann Selbstmord vor vielen Jahren. Ich fand darin eine Notiz, genauer genommen eine Schatzkarte, und auf der stand drauf: Alles, was ich liebe. Ich hatte keine Ahnung, dass er so etwas besaß. Es war wunderbar, ihm wieder nah zu sein. Einen kurzen Moment, ihm ganz nah zu sein. Ich vermisse ihn. Jeden Tag schaue ich das Fotoalbum an. Warum konnte ich ihm nicht helfen? Ich war seine Mutter. Ich war doch seine Mutter. Eine Mutter kennt doch ihr Kind. Eine Mutter spürt ganz instinktiv, wenn irgendetwas überhaupt nicht stimmt. Oder? Aber er wirkte immer glücklich. Er war ein fröhliches Kind, immer zu Scherzen aufgelegt und zu streichen. Er war so lustig. Ja, die Schatzkarte, sie lässt mich für einen langen Moment wieder ganz, ganz eins sein mit ihm, ganz nahe. Meinem Sohn ganz nahe. Thank you.
Können Sie sich jetzt erinnern? Was? Das waren Sie. Was? Das waren Sie. Nein, was meinen Sie denn? Die Polizei weiß, dass Täter manchmal zurückkehren. Welche Täter? Und ihre Trophäen begutachten. Aber nein, was soll denn das? Um sich an das Gefühl zu erinnern. Welches Gefühl? Wir haben Sie beobachtet. Mich? Ja. Sie lügen. Nein. Sie lügen. Wir haben Sie beobachtet. Mich? Ja. Nein. Doch. Sie lügen doch. Was? Die Fotos auf Ihrem Handy. Was? Sind die gleichen Fotos. Sind dieselben, die wir in dem Fotoalbum gefunden haben, das wir ausgegraben haben. Das Fotoalbum ist nicht fertig. Das Fotoalbum, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das Fotoalbum? Das Fotoalbum ist noch nicht perfekt.